Herzlich willkommen, Freunde. Höllischer Hochfürst. Jupp. Steht an. Der gute alte Zinokro, aber diesmal ein bisschen dunkler als normal. Ach, den finde ich sogar noch cooler. Moment, ich sollte noch meine Tränke kurz auffrischen. Hast du auch gegessen? Gegessen habe ich, glaube ich. Ich gehe nochmal gucken. Ja, vielleicht schlau. Wenn nicht, empfehle ich dir entweder Drachenabwehr oder... Ja, ich muss noch essen. Okay, was haben wir denn hier so zum... Wir können das Drachenabwehr machen, das ist eigentlich sein Hauptdamage. Das ist Getränk plus Pilze. Getränk plus Pilze. Das dürfte der zweiten sein. Goldgetränk und wo sind Pilze? Ganz oben auf der zweiten Seite. Da kommt dann Drachentöter. Ah. Da kriegst du Drachenabwehr. Cool, hier kann ich mir auch Schwimmer machen. Kann ich mir... Ja, genau. Dasselbe, wie du gerade sagen wolltest, habe ich auch gerade gesagt. Nein, komm. Oh, Chris. Oh. In was für einer Lobby seid ihr? Ja, wir sind in der Gerang-Lobby. Ja, aber ich meine in einer, wo viele drin sind oder nicht so? In einer, wo viele drin sind, damit auch welche joinen. Wow. Das Genius. Das Genius. Gib mir eine Drachenwaffe zum Höllen-Zinoko. Oh, pff. Er panzert ja nicht ein Drache extrem, nein. So, the cake is a lie. Von wem ist denn die Waffe? Walter Rossscherben. Ach so, ist das ein Langschwert oder? Nein, ein Großschwert. Kannst du aber mit dem Icon unten rechts sehen. Hm. Stimmt. Der ist noch nicht ready. Der ist noch nicht ready. Er verzögert alles. Warte. Oh, das ist ein Was ist das für eine Rüstung? Und guck doch einfach drauf. Du kannst auf ihn drauf tippen. Ja schon, aber nicht, wenn ich die Quest schon angenommen habe. Solange er nicht ready ist, brauchst Goldmondpanzer. Steht dran. Na, du schickst halt drin, ja. Also seine Rüstung ist gut gegen den Gegner, aber seine Waffe ist kacke. Ja, dann nimmt mal an, damit der vielleicht auch mal in die Pushen kommt. Warte. Der muss jetzt erstmal essen, aber... falsche Richtung. Ich habe jetzt auch beruhigen reingeslottet, also wäre es cool, wenn wir einen fangen. Mal gucken. Hat er jetzt angenommen? Ja. Dankeschön. Immer diese Wartezeiten, weil die Leute immer auf den letzten Drücker kommen. Nee. Höllischer Hochfürst. Also viel Schadenunterstützung dürfen wir nicht erwarten, weil der Hauptdamage von dieser Waffe ist wirklich Drache. Ganz einfach, wir nehmen den Typen und benutzen ihn selber als Waffe. Genau so. Genau. So wie mein Charakter die Morphax schwingt, wirft er einfach, zack, den einfach... Einfach an den Bein gepackt. Am Bein gepackt, nach vorne geschleudert. Und Waffe gerade hinterher. Komm, ich ping mal, weil ich so nett bin. Oh, ich bin sogar in den richtigen Bereich gelaufen. Na, mein Großer. Ah, oh, Höllen-Zinokro ist cool. Ich kenne ja den normalen Zinokro. Was macht der denn dann? Schau ich mir mal an. Dasselbe wieder an. Kennst du Toho? Also kennst du so Bullet-Hell-Spiele? Sowas wie Gradius oder so. Überfordern. Falls ja, dann kommt dir gleich was bekannt. Ach ja, ne? Stimmt. Muss immer an Toro denken, wenn ich den denke. Und er schreit immer noch rum wie so ein Elch. Oh oh. Ich dachte, mich erwischt's. Aber gut, ich hab mir eh Drachenabwehr gefuttert. Ich hätte mir einen Nullbeere mitnehmen müssen. Das macht er so oft den Debuff, das bringt nichts. Da brauchst du 20 oder 30 von mir. Warum meckerst du den anderen dann an, dass er eine Drachenwaffe hat, wenn doch sowieso einen Debuff hat? Weil jetzt zum Beispiel hat er einen Dings, weil die Waffe generell auch einen ziemlich niedrigen Base-Angriff hat. Ja, stimmt. Ich kenne das jetzt nur von der Rostscherbe vom Schild und Schwert. Kriegt ja sehr viel Elementarschaden, aber sonst nichts. Ja, das ist bei fast allen Waffen so. Also ist die Stärke ist nicht niedrig. So ist es nicht, aber... Ich wollte mir sowieso mal eine machen. Autsch! Wo kommt das denn her? Ja, das macht er der immer. Setzt so Kugeln in die Luft. Oh oh. Oh oh. Oh, ich bin so. Ich auch. Oh. Oh. Lebenspulver. Oh. Das war knapp. Ja.
Alter, ich heile mich erstmal. Weißt du jetzt, warum ich drin gesagt habe, Drachenabwehr? Mhm. Gut. Vor allem, weil ich auch noch minus 35 Drache habe. Oh, oh. Und die bleiben jetzt da stehen. Diese Kugeln und jetzt zielt er auf einen. Also der schleudert die dann noch ein. Also nebenbei, ich mag die Farbkonstellation von ihm. Ja, ja. Ich dachte, dass er cool ist. Rot, ziemlich ekel. Rot-Weiß finde ich ist eine coole Farbkombination. Ja, wobei bei ihm das sogar an der Rüstung selbst nicht an den Haaren, sondern an seiner Panzerung sieht das eher aus, sogar wie Silber, was ich ganz cool finde. Stimmt, wenn man so richtig. Ich will mehr seine Rüstung machen. Hätte seine Rüstung schon 4 Teile fertig. Was bringt denn seine Rüstung? Also an Fähigkeiten? Weiß ich nicht, ich hab's mir einfach gemacht. Nein, die ist noch gut. Aua. Auch keine Kugel für sowas. Ich hab genug Geld, aber. Kann es sein, dass er die Kugeln eigentlich nur auf sich selber zieht? Sieht ihm so aus, als würde er sie nur auf sich selber ziehen. Nee, nee. Wenn du jetzt guckst. Alle auf ihn. Achso, okay. Nee, das sah erst so aus, deswegen. Mhm. Und da standen wir alle immer an dem. Und jetzt so. Oh, er hat Arsch irgendwas gekauft, also. Ein Shiny. Keine Zeit. Ein Shiny Pokémon hat er gedroppt. Ja, das bestimmt. Ach, jetzt weiß ich endlich, wie die auf die Idee gekommen sind. Die haben einfach Shiny-Monster gemacht. Ja, stimmt. Los, hol den Meisterball! Aber warum gibt es denn verschiedene Shinies, genau. Shinies von euch. Sind leider. Warum nicht? Weiterentwickeln. Oh. Die Shinies entwickeln sich nochmal separat weiter. Ich bin jetzt voll professionell und nehme einfach nicht weiter. Ich hab einfach die Bühnenträne genommen hier unten. Komm her, ich hau dich. Oh oh, ich krieg's voll ab. Hast du keinen Stein, da hättest du Fernkampf machen können. Oh, er rennt weg. Er haut ab. Er haut ab. Ich hol mir erst das Shiny, das verschwindet gleich. Gib mir. Wow, Bühnenträne, ich fühle mich total toll. Ist der auch so nicht anfällig gegen Schockfallen? Ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Ups. Ich meine, bei dem konntest du ganz normal legen, aber der Schwanz ist eher, aber also von daher kann man auch mal grob legen. Nö, ja, das war eigentlich nur so eine Frage. Achso. Oh, jetzt weiß ich auch, wie das Symbol von der Bibbon-Trainer aussieht. Gut, gut, dann wird jetzt mal ein bisschen penetriert. Geh weg von mir. Machst du oder ich? Ich mach schon. Ach ja, wenn er so ganz normal wegläuft, da verarscht er dich. Ja, ja, ganz normal wegläuft. Kommt Blitz überall runter. Ja, da verarscht er dich. Beim ersten Mal bin ich voll drauf reingefallen. Ich dachte so, ach, okay, der läuft halt so ein bisschen rum. Aua! Oh, voll vorbei. Kannst du mal hier reinkommen? Darfst du dich halt nicht so hinstellen, Claudia. Ja. So. Vielleicht wollte ich auch einfach nur nicht von den Kugeln getroffen werden. Ja, ja. Jetzt gibt's auf den Kopf. Zack, 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 zack. Zack und bam! Boah, schön nochmal den Kopf getroffen neben der Explosion. Ja, und mich. Läuft er jetzt schon wieder weg? Ja, ja, der war, der macht schon wieder seinen. Hey, ich mach gar nichts, aber ich bin eigentlich voll okay. Au. Wer auch immer mit dem Großschwert oder mit der Axt mich jetzt hochgeschleudert hat. Wäre ich gewesen wahrscheinlich. Also ich war's nicht, weil ich war nicht da. Ich hab mich geheilt. X. Ich versteck mich einfach hinter ihm. Aua! Kann ich voll. Ich werde nur von euch verprügelt, er verprügelt mich gar nicht. Hi. Oh. Ich finde das aber auch so genial, wenn er so rot leuchtet. Stimmt, ja. Das liebe ich ja auch. Wie komisch sein Gesicht gerade aussieht, weil es kaputt ist. Los, Ray Panzer! Mist. Du hast gerade für mich die Kugel abgekommen. Bei mir kam gar nichts an. Das war Drachenbiber. Den habe ich aber schon länger. Ich habe bisher keinen Schaden gefressen. Zumindest in dem Zeitraum, wo du was gesagt hast. Hm. Oh oh. Oh, ach ja, du kannst auch in diese Kugeln reinlaufen. Er hat mich nicht anvisiert, yay. So. Komm her, ich will aufladen. Eine Sache mochte ich aber an der Uragan-Rüstung mehr mit Langschwert. Fokus. Autsch. Na komm schon. Na gut, ist ja nicht so, als könnte ich mir nicht Fokus reinslotten, wenn ich wollen würde. Ja, aber ich würde mir eher was anderes dann bleibt er da kurz nochmal stehen. Irgendwie. Naja, Fokus ist ein sehr guter Effekt für Langschwert. Für Langschwert auf jeden Fall. Aber ich mag meine Crits.
Ich weiß zwar nicht genau, wie das skaliert mit den Crits, aber in Spielen ist meistens so doppelter Damage sowas in dem Dreh. Super. Jetzt krepiert er wahrscheinlich, pass auf. Was ich meine? Nee. Oh, ist der bei mir ist aber ganz schön schnell aufgestanden. Hm. So, und jetzt ab in die Falle. Ich werd jetzt Beruhigungsbomben reinschmeißen. Ja. Und dann einfach draufhauen. I tank shit. Aua. Ah. Also wieder zu. Alles geht an mir vorbei. Oh, voll vorbeigeworfen. Okay, es hat nicht ausgereicht. Jo. Meine Farbe. Aber nur mit der Explosion nochmal getroffen. Ja, das hat er gemerkt. Entschuldigung. Au. Ach Quatsch. Nee, du hast mich Nein, ich hab den Chris getroffen, ne? Du zählst nicht auf mich. Ich weiß doch, du bist aber mein Freund, ne? Du bist mein Freund. Hello, my friend. Abracadabra. Oh. Aua! Schmeiß mich nicht um, komischer Typi. Alakazam! Alter, das Spiel ist so geil. Diddy Kong Racing. Oh ja, ein sehr cooles Spiel. Ich hol mir was, ich hol mir einen Snack. Yum, 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 yum. Ah! Das muss nochmal sein. Ich hau einmal drauf, er fällt um. Ja, genau dann, wenn ich zuschlage, wa? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Meint ihr, er lässt sich jetzt fahren? Nein, nee, der soll weghumpeln, ansonsten stirbt er. Aber, okay. Au, oh, ey, das hat mich gar nicht getroffen. Mich auch nicht. Obwohl er eigentlich voll mich weggestummt hat. Jetzt macht er wieder einen auf der Marco. Das hat er sich gar nicht von Dragon Ball abgeguckt. Von Vegeta. Vegeta kann auch über seine Kugel platzieren und danach alles sich zu sich ziehen und so. Ach so, genau. Verdammt, Morphax Claire. Egal. Oh. So viel dazu. Morphax Claire, ich schau noch einmal zu, boom, tot. So, ich hab noch meinen Fokus gefüllt. Warum ich das gemacht habe, ich weiß es nicht. Höllenzinokre ausnehmen. Quatsch. LOL. Höllenzinokre, Himmelsjuwel, kein Ding. Ist ja nicht so, als hätte ich das Ding schon zigmal. Ah, ein Drachenpanzer. Ich nehme jetzt den Pepe aus. Genau, so wie sich's gehört. Ein guter Jäger. Tat. Pepe-Zunge. Ich habe eine Zunge von dem Pepe bekommen. Du nimmst ihn nicht aus. Und du auch nicht. Geh weg. Ah, oh, falsche Taste. Ey, ich habe ein Geschenk für dich. Bleib stehen. Warum wirfst du den weg, wenn er den ausnehmen will? Na ehrlich mal. Vielleicht braucht er in dem Pepe-Zunge. Natürlich. Ich meine nur, das Ding droppt auch Pelz. Man kann auch den Pelz brauchen vielleicht. Ja. Nee, ist mein Ernst. Die Unterwäsche. Ja. Wärmende Unterwäsche passt auch in dem Klima. Sehr schön. Ich habe auch so ein irgendein Himmelsjuwel. Ja, das ist ein Rare Drop. Ey, komm, ich krieg von jedem verdammten Monster so ein Ding und ja, von was weiß ich, krieg ich's nicht. Baredio-Stein. Ja, leck mich. Ey, ich hab hier nochmal Schwimmen minus 8. Das ist was, was für meine Rüstung brauche. Ja, auf jeden Fall. Oh ja, mach's noch rein. Lass Schwimmen minus 18. Das kommt gut. Klar. Nehmen wir noch ein Fallgrube neue mit. Dann bin ich auch schon ready fürs nächste. So. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.